Sie Lords und Sie Ladies, die Tage werden länger, die Temperaturen steigen so langsam und auch die Pakete werden größer. Ich habe hier eins bekommen vom Rumkontor und die vertreiben kubanischen Rum. Jetzt müssen wir mal gucken, was da alles drin ist. So, auf ist die Kiste, mal sehen, was ich da Schönes rausholen kann. So, mal gucken. Kubanischer Rum also. Ach, ist ja fast wie Weihnachten. Auch mit viel Papier verbunden. Oi, 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 oi. Ein Was ist da drin Zettel. Oha. Freunde, das wird ein Fest, sag ich euch. Erstmal. Ron Kubai. Ah, Ron Mulatta. Auch 3 Jahre. Ich habe hier sozusagen die gelbe Kiste. Ne? Alles 3-jährige. Oh, guck mal, Ron Perla de Norte. Kenn ich noch nicht, auch spannend. Also, es gibt auch andere Rums von Kuba, außer nur Havana Club. Ron Bathilon. Auch wieder 3 Jahre. Und Ron Santiago de Cuba. Yummy, yummy, yummy. Das wird großartig. Aber hier ist nicht nur Rum drin, sondern... Ah, ey, guck mal. Ein Caipirinha-Stößel. Ich bin sicher, der funktioniert auch für Sachen mit Rum. Boah, eine Box in der Box. Was ist denn? Und eine zweite Box in der Box. Oh ja! Ron Vatilon, ich vermute mal, Gläser. Juhu! Ah, nice. 6 Ron Vatilon Gläser. Stell mal eins hier vorne hin. Cool. So, mal gucken hier. Mystery Package müssen wir auch aufmachen, ne? Eieieiei. Was da wohl drin ist. Also ist auf jeden Fall schon mal gut zugemacht. Oha. Warte. Das ist so gut verpackt, da muss irgendwas Wertvolles drin sein. Was Wertvolles oder was extrem Zerbrechliches. Also vielleicht ist Gewalt jetzt nicht die Lösung. Ja, wir kommen der Sache näher. Guck mal. So, jetzt, boah, bloß vorsichtig damit. Uiuiui. Kleine Gläser von Ron Mulatta. Ach Gott. Wie schön ist das denn? So, jetzt müssen wir die auch richtig zuordnen. Mulatta hier. Vatilon da. Guck mal. Eine kleine Familie. Das heißt für euch, demnächst werdet ihr ein paar Rum-Videos zu 3-jährigen kubanischen Rums sehen. Freut euch drauf. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten kubanischen Rum eben.